Moin moin Leute, hier sind wir wieder bei Let's Play The Secret of Monkey Island Spezial Edition. So, das letzte Mal haben wir ja aufgehört in den Vorraum mit einem Piraten zu reden. Ja, und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter an dieser Stelle und reden jetzt mal mit den unglaublich wichtig aussehenden Piraten. Mal sehen, was die uns zu sagen haben, denn wir wollen ja immer noch Pirat werden und die machen das ja sozusagen. Und hier sind sie auch schon, die Anführer der Piraten, also zumindest diejenigen, die hier die Verwaltung übernommen haben. Dann reden wir mal mit ihnen. Oh, hier ist übrigens auch der Koch. Schön, dass wir ihn auch mal sehen. Jetzt könnten wir uns in die Küche schleichen, aber das machen wir später. Möchte ich Feuerwehrmann werden? Nee, nicht wirklich. Ich werde euch alle töten. Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, ich frag's ja mal, dass ich Pirat werden will. Ich möchte Pirat werden. I wanna be a pirate. Ja. So what? No. Why bother us? No. Hey, don't forget we're short on help because of this holy Chuck thing. So? So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Gefährlich. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Well, all right, but you don't become a pirate just by asking. You'll Warum have nicht? To go through... Verdammt. The three trials. What three trials are those? There are three trials every pirate must pass. You must master the sword, and the art of thievery, and the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and a treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! Es war ja so klar. Kann man nicht irgendwo einfach mal hingehen und die sagen, ey, hier, komm her, Junge, hier hast du? Nee. So einfach ist das nicht. Jetzt müssen wir drei Aufgaben machen und eine ist schlimmer als die andere. Na, okay, dann lassen wir uns mal ein bisschen was über die Aufgaben erzählen. Wir fangen mal mit der Fechterei an. Eine der langwierigsten, glaube ich. Tell me more about mastering the sword. First, get here your sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. Oh, I want to find somebody to train you first. Imagine trying to take on a sword master without any training. Ja, also, um den Fechtmeister zu besiegen, müssen wir erstmal ein Schwert finden, dann auch noch dieses Schwert, dann auch noch jemanden finden, der uns hinbringt und vorher noch trainieren. Und ich sag euch Leute, das Trainieren wird lange dauern, also da müssen wir wirklich ganz schön durch die Gegend rennen. Also, machen wir mal weiter. Erzähle was über die Kunst des Diebstahles, also die machen wir immer so ein bisschen nebenbei, die Fechterei, die Diebstahl, die wird auch ein bisschen langwieriger, aber cool. Tell me more about mastering the art of thievery. Also mal... We want you to procure a small item for us. The idol of many hands in the governor's mansion. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're a particularly vicious breed. They might be able to drug him or something. Oh mein Gott, auch die zweite Aufgabe, die Stehlerei, der Diebstahl ist auch nicht viel besser. Erstmal zur Gouverneurin hinkommen, dann noch die Wachhunde irgendwie betäuben und dann noch in der, bei der Gouverneurin das Zeug rausholen. Super, ist auch schon wieder so ein Massenquest. Na ja, gut, gucken wir mal die letzte Aufgabe, die Schatzsuche. Was haben sie denn dazu zu sagen? Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Ja, wäre gut. You can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot.
Leute, ihr seid so eine großartige Hilfe. Anstatt sie mir eine Karte geben, geben sie mir dumme Ratschläge, was auf der Karte zu finden ist. Großartig, das hilft uns richtig weiter. Ja, hier, dafür kriegen sie Beleidigung im Hals. Ihr seid unriechende, grottgurgelnde Schweine. Hier. A bunch of foul-smelling, grog-swilling pigs. Ja, das to seid be ihr. A pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig. Habt ihr das mitgehört? Genau in diesem Moment ist die Musik ausgegangen. Wie passend, ey. Das ist so geil, dieses Spiel, ich liebe es. Ja, fragen wir mal nach dem Rezept von Grog. Das könnt ihr euch am besten auch gleich aufschreiben und zu Hause nachkochen. Aber Achtung, nicht für Personen unter 18 Jahren und ohne Metallmagen geeignet. What's in that Grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene. Propylene glycol. Artificial sweeteners. Sulfuric acid. Rum. Säure 1. Acetone. Säure 2. Red dye number 2. Scum. Okay. Axle grease. Battery acid. Säure 3. And or pepperoni. As you can probably imagine, it's one of the most caustic, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Also, im Groben ist Grog Säure mit ein bisschen Männlichkeit gemixt, nicht? Das war sozusagen sehr gut. Also, wunderschön. Habt das euch notiert? Ja, das tue ich jetzt auch. Wir kommen zu denen zurück, wenn wir alle drei Prüfungen geschafft haben. Vorher lohnt sich's nicht. Nee, du gehst da rein. Geh durch Tür. Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier Fleisch, wir haben einen Tisch, wir haben hier ein Fass. Oder such mal das Fass. I think it's full of that foul stuff pirates drink. Das nennt man auch Grog. So, hier haben wir ein Stück Fleisch, das nehmen wir gleich mal mit. Also Leute, es ist immer dasselbe. Wenn ihr irgendwas seht, was ihr mitnehmen könnt, nehmt es mit. Man kann es irgendwann bestimmt gebrauchen. Selbst wenn man es nicht braucht, man hat sicherheitshalber dabei, falls man es irgendwann mal braucht. Hier ist ein Topf, den nehmen wir auch gleich mal mit. Untersuchen können wir da später. Soll ich später, warte mal. Hier ist Inventar, gucken wir gleich. Na gut. Hier ist ein Topf. It's boiling hot. Ein Eintopf. Lecker. Da bringen wir uns jetzt noch nicht viel. Hey, hier ist eine Möbel. Untersuchen wir mal die Möbel. I think it's a herring. Ah, das ist ein Hering. Wie kriegen wir jetzt die Möbel hier weg? Da ist eine Planke. Okay, gehen wir noch ein bisschen drauf. Irgendwie müssen wir sie da wegkriegen. Hier, verschwinde. Na komm, ich will den Fisch. Ich will den Fisch haben. Ah, da ist er weg. Möbel. Das war knapp. So, weg ist sie. Hau ab, Möbel. Ich brauch keiner. Ich brauch keiner, ich will hier niemand sehen. Geh zurück nach Loom. Die Möbel ist übrigens komplett animiert aus Loom. Falls du es nicht bist. Das ist wieder so ein kleines Gimmick. Ich liebe dieses Spiel für diese ganzen kleinen Gimmicks. Aber wie gesagt, ich hasse, oder beziehungsweise mit Loom können mich wirklich jagen, weil das ist wirklich ein scheitriges Spiel. Und nein, wir waren nicht in der Küche, falls er drauf fragen sollte. Das war jemand anderes. Meanwhile, deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck ship lies anchored in a river of lava. Da wo richtig die Piraten hingehören, auf dem Lavasee. Ist das eine Unterlampe da im Hintergrund? I... there's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. sir, I... It's days like this that make you glad to be dead. Stimmt allerdings. Oh, yes, sir. Glad to be dead. You are glad to be dead, right? Warum sollte er nicht? Oh, yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship, then murdered me and everyone on board. Yes, yes, sir. Lucky. Glad to hear it. Now, what was it you disturbed me for? Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be?
I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, ich glaube, das haben sie vorher auch nicht. There seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced, probably nothing to worry about. Don't know why I bother you with it. I'd rather take it care of myself. Wait! I'll handle this personally. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, sir. So, das gefällt mir schon mal nicht. Der neue LeChuck sieht viel zu lebendig aus. Früher sah er irgendwie toter aus, na egal. Aber die Sprachausgabe ist wirklich großartig hier. Wir haben jetzt mitgekriegt, dass ich sozusagen, wir haben gleich die Aufgaben von dem wichtigen Piraten gekriegt und gleich der allerwichtigste Pirat kümmert sich persönlich um uns sozusagen aufzuhalten, dass wir Pirat werden. Ist das nicht großartig? Wir kriegen gleich Berühmtheit rangeworfen. Wir sind ein ganz besonderer Junge, dieser Guybrush Threepwood. Na gut. Reden wir mal mit hier dem Bürger, der äußerst verdächtig aussieht. Excuse me, but do you have a cousin named Sven? Was? Nein, leider nicht. Was, ist das eine Art Code? Nein, aber ich habe einen Friseur namens Dominique. Ui, der ist schön. Den no, but I once had a barber named Dominique. Close enough. Yeah. Let's talk business. Yeah. Will ich. Ich brauche eine Karte für die Schatzsuche. You wanna buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Er hat sie. Geil. Only one in existence. Rare. Very rare. Und bestimmt sehr teuer. Only 100 pieces of eight. Ich wusste, es ist teuer. Wir sind pleite. Ja, nee, danke, ich habe kein Geld. No thanks. I don't have enough money. Well then, buzz off, kid. It's bad for business. Ja, das stimmt allerdings. Aber egal, wo wir auftauchen, wir sind immer schlecht fürs Geschäft. Da wir nirgends Geld haben. Okay. Hey, don't mess with my rat. Hey, warum nicht? Na, dann reden wir mal gleich mit den Leuten. Hey, nette Ratte, wie kann man es sich nur mit solchen Ungeziefer aushalten? Kennt ihr Jungs diesen seltsamen Kerl dort auf der anderen Straßenseite? Sag mal, seid ihr Jungs Piraten? Hey, nette Ratte. Hey, nice rat. Do you like rats? Sicher. Ja, ich liebe Ratten. Nein, die kann ich nicht ausstehen. Ja, am liebsten in meiner Weißweinsoße. Leider muss ich jetzt weg. Ja, ich mag Ratten. Yes, I love rats. They're very intelligent creatures. Intelligenter als er. More intelligent than him. Hey. Why, there's a story around these parts that a bunch of rats actually crewed a ship here from fabled Monkey Island. Trademark. No, that's not right. It was actually a group of monkeys. Hey, wer hätte das gedacht, Affen, die ein Schiff von Monkey Island hierher segeln? Super, noch weniger. Das ist sehr fantastisch, das ist schwer zu glauben. Niemals bräuchte das nur ein paar dumme Affen. Niemals brächten das nur ein paar dumme Affen. Fertig, entschuldigt, ich muss weg. Das ist schwer zu glauben. That's difficult to believe. Yes, but it's true. Oh. When they arrived, they sold the ship for a pretty penny. Only time I've seen anyone get the better of old Stan in a deal. Der gute alte Stan, wir werden ihn noch sehr lieben. I thought it was rats. Tja, so ist es halt, man kann sie irren. Kennt ihr Jungs den seltsamen Kerl da drüben auf der anderen Straßenseite? Do you guys know the sneaky looking man on the opposite corner? Wanna buy a map, eh? Yeah, will ich. Hast du welche? Ja, our hat er. Maps are top quality. Not like the birdcage liners you get from that clown across the street. Ey, super. No, just kidding. I love it. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the Melee Island PTA. Hey. Can't even give them away. Want one? Nein, danke. Nein, aber wenn ich mir zwei Goldstücke geben würde, dann... Leider muss ich jetzt aufbrechen. Boah, wenn sie mir Geld geben, dann nehme ich eine, klar. No, but I'll take one if you give me two pieces of eight. Okay, that's fair. Hey, wir haben zwei Goldstücke, nur noch 98 Goldstücke, um die Karte bei den anderen Typen zu kaufen. Wir sind nahe dran, Leute, wir sind nahe dran. Sag mal, seid ihr Piraten? Say, are you guys pirates? Yeah, sind sie. No, we're a wandering circus troupe. But this rat scared away the elephant. Shut up! Of course we're pirates! You can't buy clothes like these off the rack.
What do you want? Was ist in den Fass? Warum steht ihr hier rum und seid nicht auf einem Schiff? Rauben, plündern und Brandschatzen und so? Nichts bis dann. Was ist in dem Fass? What's in the keg? Rum. Jam. Jam. Rum. Ja. Rum and jam. Okay. It's an old pirate favorite. Everybody knows that. Ja, sicher.